Oh, die Bayern als Gegner. Juhu, ich freue mich. Diese Drecks-Bayern, ey. Ja, wird Zeit. Ich habe gegen die Bayern. Gegen die Bayern ist doch das einzige Mal, wo ich jetzt verloren habe bisher. Zweimal gegen die Bayern. Ansonsten habe ich immer gewonnen. Tja, gut. Dann werden wir jetzt hoffentlich mit Real Madrid die Bayern dahin schießen, wo sie hingehören. Raus aus dem Stadion. Nee, weißt du was? Ramos ist so eine Flasche. Varan bleibt mal drin, ey. Wir spielen eigentlich genauso wie vorhin, ne? Das hat mir eigentlich gut gefallen. Ja. Da gibt's nichts zu meckern. Ich möchte genauso spielen gegen die Bayern. Tja. Xabi, du hast irgendwie das falsche Trikot an. Das weißt du hoffentlich. Na? So. Ob die Bayern mich wirklich wieder zerstören, das werden wir sehen. Ich möchte mich jetzt revanchieren dafür, dass die Bayern mich zweimal jetzt kaputt gemacht haben. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Auf geht's, ab ins Stadion, meine lieben Freunde. Wie wird's jetzt gegen die Bayern in Anlauf 3 laufen? So, auf geht's. Bitte hast du kein schlechtes Internet. Oh, da wäre schon fast der erste, oder ist der erste Fehlpass. Und da, der Pass auf Bale war jetzt schon arg schnippisch. Aber wir erobern uns den Ball fast direkt wieder. So, mal sehen, ob der Typ die Bayern auch so gut beherrscht. Ja gut, mal ganz ehrlich, wir haben mit Real Betis gegen die Bayern gespielt. Das kann man nicht mal als wirkliche Niederlage vollziehen. Es war auch nur ein 1-0 und auch, na, da kann ich mal HW 4 was machen gegen die Bayern. Entschuldigung, HW 17. Was willst du machen? Beim anderen Spiel, da hatte ich halt einfach dann. Da habe ich halt einfach aufs Maul bekommen. Hey Luca, ich wollte es jetzt beweisen. Was soll das? Das ist nicht okay. Okay, ich kann jetzt auf den Troll nicht eingehen. Das tut mir leid. Das geht nicht. Ich muss mich jetzt hier gegen die Bayern leider doch konzentrieren. Und jetzt die Bayern schlagen. Steht auf der To-Do-List Nummer 1. Oh. Nein, doch, hin. In der Mitte, Cristiano Ronaldo. Der Meister Maximilian. Das Investorfeld ist immer noch leer. Das nervt mich gerade in der Optik des Streamdesigns. Kappa. Alles klar. Danke dir, Max. Und da ist das erste Tor. Ich werde die Star Wars Battlefront Beta nicht spielen. Interessiert mich nicht. Wow, was ist das denn jetzt hier? Alter, was ist denn das für eine Dia-Show? What the fuck? The hell? What the fuck is going on? Hallo? Weh, ich hab gleich wieder... euch ist klar, dass ich gerade am Gewinnen war, oder? Verarschen. Echt jetzt? Ich war am Gewinn und die schmeißen mich raus? Also nicht mich, ich hab ja gutes Internet. Oh nein, das ist nicht wahr. Ich hab doch hier das alles so schön im Griff gehabt. Was soll denn das? Boah, so eine Scheiße. Oh, das war so ein schönes Tor von Ronaldo, da in der Mitte gestanden. Boah. Och, Mann. Das macht mich traurig. Schade, gut. Wäre es jetzt schon Halbzeit gewesen, dann wäre das wahrscheinlich... Hätte ich das 1-0 gewonnen. Aber wir treffen auf einen, der ungefähr selbe Bewertung hat. Das verspricht auf jeden Fall ein sehr ausgeglichenes... Ein gutes Match, denke ich mal.
Varane darf ja, wie gesagt, drin bleiben. Pepe darf aber spielen. Bale, und dann bin ich ja eigentlich auch schon zufrieden. So. Alles klar, Messi. Give it to me. Also, dann kommen wir jetzt zum Klassiko. Ich habe das Klassiko vorhin gewonnen. Ich habe das erste Klassiko vorhin gewonnen. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Schauen wir mal. Alles klar. Diesmal switchen wir die Rollen. Diesmal spiele ich nicht Barca, sondern Real im Klassiko. Genau, das Klassiko zum Schluss heute. Das ist doch mal eine ganz nette Ansage, würde ich sagen, oder? So, und ab ins Stadion. Typisches Klassiko-Stadion natürlich. Wer kennt's nicht? Aber wenn die dazu wollen, dann wollen die dazu. Schöner Rasen. Sehr schön glatt. So gefällt mir das. Und Ronaldo hat erstmal Interesse an Balleroberung. Stark, Ronaldo. Richtig stark. Oh mein Gott. Und kann er jetzt noch eine geile Flanke machen? Bale. Interessant. Toni Kroos schlägt die Ecke. Und dann ist er in der Mitte. Bale hat tatsächlich gerade über den Ball getreten. Habt ihr es gesehen? Einfach über den Ball getreten. Oh, warte mal. Bin ja schon am Ball. Uiuiuiuiui. Nein! Oh, mein Herz ist gerade leicht stehen geblieben. Bei diesem Fehler. Alter Verwalter. Uff. Sowas darf nicht passieren. Nein, nein. Oh, schöner Ball. Kann ich den noch irgendwie in die Mitte? Schade, fast. So, bitte weiter direkt angreifen. Mir gefällt der Rasen. Das ist ein sehr angenehmes Klima vom Rasen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, wow, 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 wow. Das ist aber sehr gefährlich, Herr Pepe. Aber das ist eigentlich ganz lecker. Und dann sehe ich da in der Mitte nicht den Benzema, sondern den Ronaldo. Den wollte ich eigentlich. Und dann ist der Bale, komm! Echt jetzt. Wieder Latte. Oh, den kann er ja annehmen oder nochmal auf Benzema abtropfen lassen. Oh, ich weiß nicht, wie oft ich mit Bale schon an die Latte geschossen habe in diesem Spiel, ne? Aber es ist verflucht oft gewesen. Verflucht oft. Oh mein Gott, in der Mitte wird er jetzt... Oh, gut verteidigt. Das darf doch einfach gar nicht wahr sein, oder? Ja. Den muss Navas safe haben, egal was ist. Oh, das war schlecht. Das war relativ schlecht von mir. Kann ich daraus aber vielleicht irgendwie was machen? Nee, so nicht. Oh, starker Ball, aber abseits. Hm. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, lauf doch weiter. Ronaldo. Jetzt ist vielleicht Bale. Nee. Ah, der hätte doch eher in die Latte geköpft. Modric. Richtig lecker, was der Modric da macht. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp, Mann. Wohin? Gefährliches Spiel hier.
Weiterlaufen. Ah, oh nein, zu Benzema wollte ich eigentlich. Aber eventuell. Oh, schade, wäre ich da jetzt so einen Ticken früher am Ball gekommen? Riesengrätsche von Pepe. Jetzt sieht er Gareth Bale. Nein, das war schlecht. Zurück. Ah, Marcelo, der hat mir beim ersten Mal mit Real richtig gut gefallen. Ich hoffe, der knüpft an der Leistung an. Und jetzt hat Benzema. Ah, nee. Schön auf Marcelo. Das ist doch... Ah, da verpasst er knapp. Lauf. Der ist noch drin. Der ist noch drin. Wohin? Die Flanke vielleicht ins eigene Tor. Ui. Schieß ihn rein. Wohin? Warum hat er denn nochmal da gepasst? Ronaldo, schieß das Ding doch einfach rein. Oh, sehr anspruchsvolles Klassiko bisher. Es gefällt mir richtig gut. Eieiei. So, und erstmal Marcelo. Nach vorderst. Oh. Moment mal. Da Ding wäre ja fast reingegangen. Alter. Kann man mal so machen, oder? Schöner Einsatz. Stark. Die Hacke. Jetzt in der Mitte. Sieh dann. Etwas zu stark, sonst hätte da Ronaldo locker an den Ball kommen können. Oh, tolles Klassiko bisher. Real macht Druck. Aber auch Barca immer wieder gefährlich. Das war sehr, sehr, sehr knapp. Komm, setzt euch durch. Ich will hier eigentlich... Okay, das wird nichts mehr. Oh, oh. Sagte er. Da ist Messi. Völlig away. In der Mitte. Ja, sieht er. Oder was? Hey, Peru man! The game is actually pretty amazing. With a few... not so... good things, but... as a matter of fact... really good. Better than... every game since PES 6, I think. Oh. Verdammt, dass das jetzt echt nochmal 0-1 werden muss. Das geht mir tierisch auf den Sack. Der Bale hat sich da aber recht schnell freigespielt. Uiui. Ah, fuck. Komm, aber da ist bisher drin. Wir sind am Drücker. Das ist ein Foul. Scheiße. Yeah. PES 10 mag gut gewesen sein, aber nicht so gut wie PES 6, logischerweise. Oh oh. Jetzt habe ich gerade einen richtigen Bock. Oh mein Gott! Nein! Was hat er sich denn dabei gedacht? Oh mein Gott. Gretsche. Oh mal, das Aluminium auf meiner Seite. So, komm. Das hätte jetzt, war für mich schon fast ein safes 2-0. Nach diesem irren Fehler gerade.
Ich sehe doch da Bale ganz alleine, oder? Lauf Bale, lauf Bale, lauf Bale, lauf Bale. Schöne Ballannahme. Alpohe Flanke. Ah, Ronaldo. Kann den Ball nicht verarbeiten. Oh, oh. Oh, Neymar. Der ist schnell. Der ist so verdammt schnell. Und dann ist er Varan. Ich sag's euch, Ramos hätte den nicht so schön gemacht. Oh mein Gott. Modric, dein Ernst? Nein! Gute Grätsche. Ich glaube, das war eine gute Grätsche. Und weg damit. Komm. Das verlieren wir nicht. Okay, Bale jetzt auf jeden Fall auf einer anderen Seite. Und dann muss er jetzt auf Benzema schicken. Benzema! Yes! Yes! Ich sag doch, das verlieren wir nicht, verdammte Scheiße. Richtig stark von Bale gesehen. Ich weiß nicht, was Bale auf einmal auf Ronaldos Position gemacht hat. Aber es hat funktioniert. Das hat damit schon mit Robben funktioniert. Also zumindest eine kurze Zeit, aber... Weiß ich nicht. Mal kurz die Position getauscht. Und dann ist das eine richtig geile Situation. Und jetzt muss er einfach nur noch hochlegen zu Isco. Wohin? Was war das denn? Komm, komm, komm. Starker Einsatz. Jetzt Bale. Ui, das ist lecker. Nochmal Bale. Ja, in der Mitte. Das ist gut, Ronaldo. Nein, nein. No, 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 no. No, no, no. I'm half Catalan, I'm Barcelona, but I play now. I played with Barca an hour ago. But Real Madrid, well, I have to say I can play very well with them. What? Was ist jetzt los? Okay, alles klar. Oh mein Gott, was ein Fehler! Und dann ist das eine Weltklasse-Grätsche. Oh mein Gott. Und die führt sogar zum Konter! Nein! Und dann ist das Weltklasse, was Matuidi? Unfassbar. Richtig geiles Klassiko hier. Richtig geiles Match, Mann. Unfassbar. Unfassbar gutes Match. Oh, oh. Boah, doppelte Grätsche noch rein. Huiuiuiui. Boah, das ist ein unglaublich gutes Spiel gerade. Mein Gott, hauptsächlich bei irgendwelchen zusammen... Oh, Scheiße. Ah, das war vielleicht etwas optimistisch, hier nochmal zu grätschen. Na komm schon. Oh, oh nein. Oh, Gott sei Dank hat Neymar das vercheckt. Gott sei Dank hat er das vercheckt, ey. Oh Gott. Das Spiel hätte so einen Unschien eigentlich echt verdient. Das ist auf beiden Seiten einfach richtig gut. Richtig spannend. Ja, mein Gott, er ist hochgesprungen. Das passiert halt mal. Oh ja, göttliche Ein-Mann-Mauer wieder. Komm, komm. Und Benzema. Benzema, schick, schick, Ronaldo. Oh mein Gott, Ronaldo. Ronaldo, ich drehe die Scheiße wieder. Yes. Oh mein Gott. Again! So wie vorhin 2-0 zurückgelegen, 3-2 gemacht. Jetzt hat 1-0 zurückgelegen und ein 2-1 gemacht. Gut, das Spiel ist noch nicht vorbei. Wo ist mein Torwart? Oh mein Gott, nein! Ist nicht passiert.
Ist nicht passiert. Ist nicht passiert. Warum sind die Torhüter da sowas von durch, Alter? Was? Warum nimmt er nicht an? Warum geht er nicht noch einen Schritt weiter? Oh, Riesenball von Ronaldo! Ist nicht wahr. Ronaldo, echt jetzt? Riesenball auf Ronaldo, mein Gott, wie gut dieses Spiel ist. Das ist wirklich eines der besten Fußballspiele, die ich je hatte. Oh nein, der hätte doch noch weiterleiten müssen, der war völlig frei in der Mitte. Nein. Jetzt nicht noch einen kassieren. Nein, nein, nein. Und nochmal alles nach vorne, nein. 3-3. 2-2. Oh, Ronaldo, du hattest noch deine Riesenchance gerade. Du hattest deine Riesenchance gerade nochmal. Ach, ist das ärgerlich. Trotzdem. Richtig geiles Match, Mann. Nochmal gedreht. So viele geile Situationen auf beiden Seiten. Das hat mich entertained ohne Ende, dieses Match. Ganz, ganz, ganz großes Kino.